Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren und alles, was es dazwischen noch gibt. Do you feel good? Ah, oui. Lassen Sie Ihre Probleme draußen. In here, life is beautiful. Die Amazonen sind wunderschön. Die Orchestra ist wunderschön. Und sogar die Kolpinghaus ist wunderschön. Heuer sind wir im Kolpingsaal. Sind wir sehr dankbar, dass wir die Bühne benutzen dürfen vom Theaterverein Kitzbühel. Und haben da draußen jetzt eine tolle Co-Produktion gemacht. Nicht nur Theater bestuhlt, sondern auch betischt. Ein bisschen Prax-Feeling wollen wir herbringen. Jetzt ist der Prax zu, beziehungsweise vielleicht ist er gar nicht zu. Sie haben ihn im Museum aufgebaut. Vielleicht spielen wir nächstes Jahr im Museum drinnen. Wer weiß. Jetzt haben wir heuer 6 Vorstellungen, bringen 130, 140, Martina, wie viel? Einer und sind überbucht in jeder Vorstellung. In seine Hans, da gibt's schon lange einen Kids-Stammtisch, dann suchen wir jeden Freitag Vormittag. Kropfen, Speck und Ruhrbier, alles frisch. Echte Kitzbühler vom gleichen Schloss. Am Samstag in der Innenstadt, im Nobelstadt Kitz, ja, da trifft man keine Einheimischen mehr. Bei Shampoos, Auslandsvollkoch, ja, das ist immer wie Witz. Kämen auf, man schüttelt Leute, zwart von Leute daher. Ja, ja, wir haben den Stall längst schon kampflos übergeben. Jeden Schöne dieser Zeit. Jede Wochenenden da ins Haus und raus verlebt, den Lobby hinten auf der Sonne gesehen. Wir haben natürlich immer wieder das gleiche Thema mit dem Grundverkehr, mit dem Ausverkauf der Heimat, mit dem Verkehr selber natürlich. Und, ja, und was sich halt sonst noch so anspielt, so Hopperlast, die passieren, ne? Die halt die nicht jedes Jahr passieren, sondern jedes Jahr wieder andere Hopperlast passieren. Und das ist aber ganz lustig. Und auch, da müssen wir aufpassen das ganze Jahr. Weil die Leute tragen uns auch viel zu, was wir nicht selber wissen. Und das müssen wir halt dann entsprechend aufarbeiten. In meinem Stück geht es ums Stadtsterben. Ums Stadtsterben darum, dass wir uns nicht mehr sehr willkommen fühlen in unserer Innenstadt. Ich suche nach einer Jausen durch die ganze Innenstadt. Da ist mir wieder aufgefallen, was sie nicht mehr zu bieten hat. Kein Bäcker für mein Semmel, kein Metzger für die Wurst. Wo der Spaß für mich echt aufhört, kann man wird da gegen Durst. Aber jammern brauchen wir da alle nicht. Die Taschen hat gern jeder voll. Umsonst haben wir ja auch den Ruf nicht. Wenn der Preis stimmt, gehört hier ganz die Ruhe. Unterm Jahr ist es gleich mal zu laut, das Nachtleben ist beschnitten worden und natürlich das Sterben so mancher Läden und Lokale ist, stimmt auch bedenklich. Aber wir bereiten das schon humoristisch auf. Wo es früher gegeben hat, Bixen mitsamt der Munition. Kriegst heiler gestopfte Jacken, nicht weiter Louis Vuitton. Ohne die Ägypter Brüder gab's nicht einmal ein Souvenir. Lederhosen made in China, Gottlob sind die noch hier. Weil bist krank oder das ausverkaufte Haus ist, das
Künstlers, des Schauspielers kriegst die Freiheit, das ist einmal klar. Ich tue ja Theaterspielen auch und wenn du Theater spielst, dann hast du ein Stückchen, das es schon gibt, das hat einer geschrieben, das sorgst aus, ist für Arbeit, dann lernst du es und spielst es, das ist auch für Arbeit. Und dann ist es da auch wichtig, wenn es gut läuft. Beim Stadelstadel, das ist alles selber gebacken, das ist alles selber gemacht. Da gibst du dann noch einmal ein bisschen mehr, weil das haben wir in unserer Herde, haben wir uns das ausgedacht, haben es niedergeschrieben, haben es gelernt. Und wenn dann sechsmal das Haus ausverkauft ist, es ist die größte Freude. Ja gut, das aus dem Heiselkrimmer hat ja bei uns eine gewisse Tradition. Ne? Weil der schwarze Bahnhof Bahnsteig, der ist einer längenmäßig auch ein bisschen aus dem Heiselkrimmer. Ja, da braucht auf der Zug einen Hornenkamm, um nicht mehr stehen bleiben. Der Bahnsteig, der kommt ganz rein. Den Bauhofmann der Hornerst, den zu gestalten, ist eine meiner Aufgaben. Das machen wir so, der mich und ich, so ein bisschen miteinander. Und da kommt es halt auch drauf an, wer gerade mehr Zeit hat. Das ist, darf ich sagen, eigentlich meine, vom Zeitaufwand her meine größte Aufgabe, diesen Text zu schreiben. Und dann bin ich halt einfach ein Typ, der unheimlich gern geschachtelt und das in der Herde auch, ich geschachtel einfach über rein. Oh, wie Meister. Was ist los? Wie geht's an der Pension? Ein ganz großer Teil spielt sich bei der Grubermühle ab, am Müllplatz. Und da schauen wir, wer so ein Kitzbühel-Promis, Real Promise, das heißt ja eigentlich die jeder kennt, das sind die Einheimischen. Schauen wir mal, was da so weggeschmissen wird und warum. Du, sag mal, kann ich die Stiefel bei dir weiterschmeißen? Ich kann dich ja nicht mehr sehen. Das war eine schöne Zeit, aber sie ist vorbei. Die sind eh out. Die mag halt kein Mensch nicht mehr. Und wann bringst du mir eigentlich mal deine Golfangel? Dann kann ich mal zum Fuchsnetz gehen, ich glühen auf eine Fleischkasse hin. Nix da, mit meinen Golfangel werden sie mir mal eingeladen. Ich hab zur Pensionierung eh ein neues gekriegt. Reisegrüße. Der Müllsketch ist heuer entstanden aus einer, naja, aus einer Idee, weil wir haben die letzten Jahre immer so quasi einen Stammtisch gehabt. Da haben wir drei Leute hingesetzt oder zwei und da einen Dialog gemacht. Und heuer haben wir mal gesagt, machen wir das, wie soll ich sagen, lebendiger, sportlicher, mehr Leute, mehr Wechsel auf der Bühne. Und dann hat man halt so überlegt, wem kennen die Kitzbühler? Weil es ist einmal eine Veranstaltung für die Kitzbühler. Wen kennen sie und wer gibt was her? Nicht? Apropos wegschmeißen. Wie tue das zu den Metallverpackungen? Sei so nett. Na super. So, aber jetzt muss ich wieder aufhören auf meinen Berg. Weil heute kommt nur der Gerhard Berger zu mir auf einen Kaiserschmarrn. Also, danke dir. Vergelt's gut. Vierti. Na, sag mal. Was hast denn da für bärige Stiefel? Unglaublich! Du's mit? Nein, im Ernst. Darf ich die haben? Nein, bärig. Die Duri hat meine Vitrine. Gleich neben die Hansi Hinterseer Gedenkmoosbär staunen. Das ist super! Monsignore! Das klingt schon schön, wenn es jemand anderes sagt. Die machen mir eigentlich nichts aus Titeln. Aber das ist schon etwas ganz Besonderes. Was kann ich heute kurz da für die Monsignore? Ich komme mit einem weinenden Auge. Ja. Ich muss mich von einem schönen Steg trennen. Sag mal, warum schmeißt denn das weg? Was kann Platz nicht mehr an Kosten? Ich habe schon ein solches Gewand in Schwarz. Mit roten Knöpfen. Und rot steht mir einfach nicht so gut. Da nimm.
Ja, Raut vielleicht, aber ich meine, das ist ja ein Barbie-Raut. Auf alle Fälle möchte ich mit gutem Beispiel vorangehen und Bescheidenheit zeigen. Ja, es war so lustig. Ja. Ich denke einfach, man hat das gestellt. Ich habe den Titel Monsignore bekommen und auch damit dieser roten Talar. Ich genieße auch die verschiedenen Witze und dass man bestimmte Themen ein bisschen ja, lustiger darstellt. Ja. Oh, Herr Bürgermeister, was geht auf in Stadel? Ach, ich kann nur eins bestätigen. Alles ist offen. Das habe ich schon gehört, dass dein Rathaus abgrundtief untergraben wirst. Siehst, hast du was zu mitzogen? Ja, bei 19 Gemeinderäten, da kommt schon einiges an Mist zusammen. Und jetzt hab ich einstimmig beschlossen, dass ich mal ausgemisst werde. Aktion, ab in die Tonne mit dem Unrat. Die Kisten da entsorgst mir. Sag mal, und das bringst du persönlich vorbei. Alle Achtung! Was ist denn da alles drin? Da, wir sind 19 Leute im Gemeinderat. Da kommt schon einiges zusammen. Dies? Ein Rückgrat, wir hatten das verloren. Jetzt kannst du 18 Mal raten. Ja, wir sind natürlich eine Faschingshochburg. Ja, nicht richtig, aber zumindest, es gibt bei uns auch einen Fasching und da gehört der Stadelstadel auch dazu. Und das ist ein Fixpunkt und der ist unverzichtbar bei uns in Kitzbühel. Ist da? Aha, ah, das hätte ich fast vergessen. Radweg Oberndorf. Satz mit X. War wohl nix, genau. An mir ist das Ganze nicht gescheitert. Nein, ich finde es großartig. Es ist pointiert, es ist ein Wortwitz dabei. Man hat sich das genau überlegt. Man muss Ihnen gratulieren, so viel Arbeit hineinzustecken. Und dass man alle diese Themen so geschickt verpackt und das lustig und humorvoll, das ist wirklich großartig. Und der Riesenapplaus der Zuschauer, der beweist das natürlich. Was hast du denn da? Ein Fuchs, Mann! Ja, das ist mir klar, dass du ihn bei der Presse loswerden willst. Na, seitens der Gemeinde und auch von mir werden wir wieder viele Themen haben. Eines kann ich versprechen, wir werden wieder viel Material liefern, damit es nächstes Jahr im Stadelstadel wieder rund geht und die Leute was zum Lachen haben. Entsorgen Sie das. Das wird nicht mehr benötigt. Aha. Und, Meister, was machen wir morgen? Naja, das Gleiche wie jeden Tag, Pinky. Wir versuchen, die Weltherrschaft zu übernehmen. Schon zerstückelt, hinten drin verpackt im Kofferraum. Die Kleidung kommt zur Caritas, der Sack wird ordentlich verstört. Ich frag die charmanten Herren, ob's auch wirklich so gehört. An Seehofer haben sie immer noch Beton versenkt, gegen die Erlaubnis der BH. Da wird der Natur keine Achtung geschenkt, die Presse macht am Obstra. Wenn du dann wieder weg bist, lasse die Handwerker rein und raus, die Essensreste pack ich zusammen und bring's zu meinen Leid nach Haus. Löst ein Igel den Alarm aus, stets bereit fahr ich gleich hin. Bleibt der Rasenrobby hängen, macht ein Neicher gleich viel mehr Sinn. Bin bei Grund auf Grund
auf keinen Fall. Das Letzte, was wir wollen, ist auf Kosten von irgendwem uns da lustig machen, irgendjemanden kränken, irgendwie unter der Gürtellinie. Das wollen wir absolut nicht. Und ich glaube, es gelingt uns auch immer wieder, dass uns das nicht passiert. Da braucht es aber einfach so von jeder Seite her ein bisschen Einflüsse. Und die Essenz aus einer sehr, sehr heterogenen Truppe ist dann das, was da auf die Bühne kommt. Und wie gesagt, also ich glaube, die Mischung macht es aus, dass es das ist, was es ist. Die Leute sollen sich unterhalten, sollen eine Freude haben. Wir haben ja auch im Schlusslied singen, nicht eine heitere Welt für ein, zwei Stunden. Und, da, und die sollen zufrieden heimgehen und einen schönen Abend gehabt haben. Ne? Dafür ist ins den Start schon. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.